Well, what do we have here? You must be a new arrival. Ist das Ding an? Ich hoffe mal, das Ding ist an. Hallo Twitch-Chat. Hallo Leute von YouTube. Hallo Leute von Discord. For fuck's sake, ist keiner zu spät. Auf meinem Tacho ist hier exakt 17 Uhr. Und das können wir ganz, ganz leicht daran erkennen. Fucking Twitch-Memes. Dass wir jetzt mich einfach mal... Wenn wir hier minimal vorbereitet... In die Bleach Settings reingehen. Bleach Settings Hauptmenü reingehen. Danke für den Follow von nebenbei. Und hier, Dicke, 17 Uhr Login-Bonus kriegen. Ja, der 5-Sterne-Ticket. Und ich würde jetzt doch einfach mal sagen, nachdem wir uns zwischen ganzen Quatsch hier. So durchgeklickt haben. Und wir auch hier nochmal was bekommen. Kannst du sagen, müssen wir jetzt von Caleb Quest echt Sachen ohne Ende. Haben wir natürlich unseren alltäglichen Network Error. Ich meine, Caleb, bitte. Aber wir wurden ja kompensiert. Das Problem ist ja behoben. Fucking 6 und 5 Danke, ja. Ja, Runde Nummer 1. Schauen wir nochmal in der Free Summons. Absolut. What? Omae no mamoritai mono ga watashi no mamoritai mono dewa nai no da. Well, what do we have here? Well, indeed. What do we have here? Is it a Tensor Sangetsu from the Free Single? Yes, it fucking is. Yes, it fucking is. Well, what do we have here? You must be a new arrival. Let me guess. Fate of the Undead, right? Well, you're not the first. Ja, ich würde mal meinen, Stream fängt doch schon mal ganz gut an. Natürlich ist es Dancer mit den härtesten Tanzmoves im Spiel. Ja, das war dann, würde ich mal meinen, schon das 5-Sterne-Ticket. Mehr brauchen wir ja im Grunde nicht. Ich glaube, wir können den Stream jetzt auch direkt schon wieder beenden.
Ja. Ja, also, was habt ihr denn gerade aus der Single? Nein? Network Error? Das war unerwartet. Sehr schön. Das war reichlich unerwartet. Ich würde mal meinen, achso, ich muss 5 Sterne mich noch abholen. Danke an all die Leute, die jetzt gerade followen. Die jetzt schon dabei sind, wie der Stream 3 Minuten läuft und wir halt schon den ersten 5-Sterne-Charakter gezogen haben, ohne fucking 5-Sterne-Ticket. Das war ungeplant, aber das war sehr schön. Jetzt bin ich tatsächlich an dem Punkt. Stepper Volume 2. Ich glaube, es fehlen tatsächlich nur 2 Charaktere. Yulichi und Byakuya. Direkt einfach mal reingucken, wenn wir schon dabei sind. Wenn wir schon das große Glück haben, gegen den Retry-Button hier anzukämpfen. Ich hatte eigentlich so im Hinterkopf gehabt, ich habe ja gesagt, wir werden den Mr. Full Hollow White ein bisschen ausprobieren. Das wollte ich eigentlich im Koop auch machen. Dadurch, dass die Server aber gerade schon wieder am Sterben sind, werden wir das Ganze wahrscheinlich erstmal noch mal ein bisschen verzögern, dass sich die Server erstmal so ein bisschen beruhigen können, während sich jetzt ja alle gerade wie die Berserker ihre Tickets abholen. Ja, tatsächlich, Birke ist der Einzige, der fehlt. Birke ja und Yulichi. Dann würde ich mal meinen, also erstmal, wir müssen natürlich gucken. 5 Sterne Summon Ticket. Meines Erachtens nach dürfte das einfach nur der Premium Pool sein, dass wir hier effektiv alles rausziehen können. Insbesondere den Retry Button, gerne auch mehrere. Also try guarantee ticket. Es gibt keinen Pool. Nö. Also es kann x-beliebiger 5-Sterne-Charakter sein, den wir hier rausziehen. Kann sein, dass wir jetzt kriegen fucking den 6. Dangai. Kann sein, dass wir kriegen Second Anniversary Echigo. Ich würde mal meinen. Wir gucken einfach mal. Kann nebenbei mal auch den JP-Account hochfahren. Oh mein Gott, ein 5-Star. Oh, crap. Ja, ist ein Charakter, der ein klein wenig outdated ist, die gute Tobiume. Aber, und da haben wir nämlich schon eine kleine History-Lesson hier. War tatsächlich mein erster effektiver 5-Star-Charakter, den ich hatte. War der erste, wo ich gesagt habe, da setzen wir uns jetzt mal ran und den werden wir mal ordentlich spielen. Ich glaube, gefolgt von Weisard, Ichigo. War das Weisard? Dürfte Weisard gewesen sein. Süß ist er ja. Nebenbei, JP-Account fahre ich auch schon mal hoch. Das mit dem JP-Account 5-Sterne-Ticket, das werden wir, denke ich, mal am Ende des Streams machen, weil so wie ich das Setup hier kenne, wenn ich jetzt das eine Gerät abschließe, um halt das andere Gerät anzuschließen, dass wir da halt den Pull machen können, wird wahrscheinlich mein Kühlschrank in Flammen stehen. Glaube ich so zumindest, dass genau das passieren wird. Deswegen machen wir das mal später. Wir kümmern uns erstmal um allererstes um das, weswegen wir hier eigentlich anfangen wollten. Nämlich The One and Only Full Hollow White. So, ach, was habt ihr denn alle gezogen? Koga gezogen. Koga ist. Wege gerade durcheinander. Koga war doch von Muramasa der Typ, richtig? Samon Sakura auch gekommen. Wollen wir noch. Ja, da machen wir einen größeren Twitch-Chat, nicht nur den vom Bildschirm. Ja, war er, genau. Suzumebachi ist tatsächlich sehr schön. Ist nach wie vor der einzige Charakter mit. Was? 14% Deutsch? Ich glaube, es ist von 14% Deutsch. 15% Deutsch. Kann nur 15 sein. Ich weiß nicht mehr. Ist der einzige erweiterte Deutschling, den es im Spiel gibt. Insofern schon mal ganz brauchbar.
Ja, Vara. Ja, dachte ich mir. Koga fand ich tatsächlich gar nicht mal so ungeil. Um es mal so auszudrücken, ist mittlerweile halt auch ein bisschen Staub dran, aber... Verzeihung. Was wollte ich sagen? Aber hat zumindest Francy und hat einen Reaper-Killer als Soul Reaper. Das ist tatsächlich was, das würde ich nach wie vor als brauchbar definieren. Hat der aktuelle Gin ja zum Beispiel auch. Und was ich schon mal sagen kann, weil ich jetzt so die paar Tage PvP gesehen habe, Gin, den aktuellen, den wir da haben, der zerfetzt selbst einen Broken. Wenn der genügend SP drauf hat, mal so 3 Treffer macht, liegt der auch einfach mal im Dreck. Was haben wir noch bekommen? Tag Team Rukia. Tag Team Rukia ist auch sehr nett, sehr brauchbar. Benutze ich tatsächlich noch in Inheritance und wegen Doppelkiller. Und Isane. Isane ist natürlich geil. Roter Healer. Haben wir außer Isane noch einen roten Healer? Und einen hatten wir noch. Bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall, Isane ist. Isane würde ich als Mithauptgewinn definieren. Für einfach mal so einen 5-Sterne-Charakter hinterher. Was meint ihr eigentlich? So, nebenbei. Gucken wir doch mal. Zum Typ Nemo. Ja, habt ihr recht. Die ist ja noch recht frisch. Ich hatte nur in Erinnerung, dass irgendein roter Healer noch dazugekommen ist. Könnte jetzt natürlich nur sagen, Francy Urihime. Aber, ist halt Francy Urihime. So. Full Hollow White. Guck mal, können wir von meinen Zwischen auf die Stats gucken. Von dem, was wir jetzt ja schon so mal gesehen haben, was ja auch schon Tenor ist, der ist sehr ausbalanciert. Wir haben hier keinen Wert, der irgendwie so wirklich groß dicke hervortrifft. Eine Regel, wenn du einen 200er Charakter hast, der halt speziell in eine Richtung geht, sind ja durch Stats jetzt so 700 aufwärts. Mein Swimsuit Ryuka hat, was hat die? 750 Attack war das, glaube ich. Und die SP-Charaktere, die gehen jetzt ja mit Echigo und mit dem neuen Ulquiorra auf 229 SP hoch. Ja, ich würde sagen, alles was so 700 aufwärts ist, ist halt brauchbar für einen 200er Charakter. Haben wir hier, wie gesagt, nicht. Aber wir sind halt im 660er, 650er Bereich mit beiden, also balanciert wie Sau. Und die Skills ist halt unter anderem, können wir einfach mal so machen, jo. Long Reach haben wir, Bruiser haben wir, Berserker haben wir, Bombardment, Debilitator und Sprinter. Heißt Bruiser, Berserker einfach nur Normal Attack, Strong Attack erhöht, Bombardment, Special Move wird verdoppelt. Long Reach bei ihm tatsächlich sehr geil, von dem, was ich jetzt schon gesehen habe, die Normal Attacks, die sind echt sehr nett. Und Debilitator erhöht halt einfach nur den Flammeneffekt von seinem Special Move. Was halt für den Bosskill immer ganz nett ist, weil, machen wir uns nichts vor, der ist, so wie der jetzt gerade ausgebaut ist, rein auf dem Papier, Hybridcharakter, beide spielen, Bosskiller, Tension-Teil in der Hand drücken und einfach Sachen zerstören, gerade mit dem plus 30% Damage Link bei Low Stamina. Bankai Soifon bekommen. Die ist tatsächlich leider schon sehr Stücke outdated. Die wirst du leider auch nur noch als Link benötigen können mittlerweile. Das tut mir leid. Ja, was ich jetzt hier erstmal gebaut habe, vom Equipment her. Da wir eh schon bei Low HP plus 30% Attack haben, können wir auch gleich den Ginjo Link mit dranhängen. Haben wir nochmal plus 30%, also kommen wir auf plus 60 sobald Low. Und hab halt gedacht, machen wir einmal einen Strong und einmal Normal Attack Link. Ich konnte den, wie hieß er nochmal, den ich letztens gekriegt habe, 25% Strong Attack mit dem Dreizack. Kein konnte ich bisher noch nicht ausbauen. Weil Caleb sich noch nicht erbarmt hat, Yushiro oder irgendwie mal in die Rotation wieder reinzubringen, seitdem ich den gezogen habe. Aber es ist dasselbe Lied wie mit Ishida. Da warte ich auch noch, dass da morgen endlich mal Tsukishima kommt. Ansonsten, ja, fehlen halt nur, was sind 5% Strong Attack, die durften wir verkraften können. Items haben wir drauf, Tension Tie, ganz klar, mit 30% Spiritual Pressure, das ist so ziemlich das Beste, was du an Tension Tie drauf haben kannst. Beim Bosskiller immer notwendig. Und dann haben wir noch einen Puppet Dispenser und Yuki Dispenser. Auf dem Puppets leider in Anführungszeichen nur plus 10% Allstat. Auf dem Yuki haben wir aber nochmal plus 30% Attack. Also unterm Strich gleicht sich das Ganze so aus, dass der einfach mal balanciert ist as fuck. 60% SP, 60% Attack, 10% Defense. Yay. Und 50% Stamina. Ja, also mit dem Bild, den ich jetzt hier bisher fahre, wie gesagt, Hybrid-Bosskiller. Gehen die Server mittlerweile wieder? Schaut's bei euch aus? Kriegt ihr noch viele Anfragen von wegen Retry drücken oder ist das mittlerweile brauchbar? Chat wird mal ein bisschen Delay haben. Ich weiß gar nicht, wie das Delay ist. Da
Wir machen mal kurz ein Spiel, damit ich mal so ein bisschen mitrechnen kann, wie weit das Delay ist. Danke fürs Follow, ER1920. Wir machen es einfach mal so, damit ich das mal für mich so kurz einschätzen kann. Wenn ich sage jetzt, einfach mal, weiß ich, Smiley oder jetzt oder sonst was in den Chat schreiben, damit ich das einfach mal skalieren kann. Mal 3, 2, 1, jetzt. 10 Sekunden? Kann hinkommen, ne? Nicht mehr so viel. Ja, ja, komm. Fucking. Nee, nicht später. Verdammter Troll. Aber danke. Ja. Nicht mehr so viele, dann könnten wir das Ganze mal im Koop probieren, würde ich meinen. Was mir aber schon aufgefallen ist, was ich ein bisschen. Ach ja, wir haben heute neue Inheritance Zone. Nein. Den werden wir nicht in der Inheritance Zone probieren. Danke fürs Follow, klein 124. Was mir auf jeden Fall schon mal aufgefallen ist, oder wo ich zumindest im Kopf halt keinen hätte. Wir haben kein Espada Raid, der meint ist. Heißt ja mal kein, wo er halt komplett seinen Vorteil ausziehen kann, wo er nicht den Bonus kriegt vom Element und noch den Bonus kriegt vom Killer-Attribut. Was halt so, wir können jetzt halt, wir haben jetzt einfach kein Beispiel, wo wir sagen können, da schießen wir jetzt mal raus und da werden wir einfach mal sehen, was maximaler Schaden ist, der da rauskommen kann. Wir haben jetzt halt entweder die Wahl, wir sagen, wir spielen Neutora zum Beispiel, dass wir halt den Espada-Killer mitnehmen können. Oder wir spielen Berke, ja. Damit wir halt Elementvorteil mitnehmen können. Ich würde meinen, es ist erstmal so gehuppt wie gesprungen. Mir fehlt aber tatsächlich noch so ein Byakuya Raid-Charakter, damit wir den Renji ausbauen können. Also sag ich doch einfach mal, arschtrocken, nehmen wir doch mal den Byakuya. Ich würde den Raum jetzt einfach mal so offen lassen, falls einer mitmachen will. Sollte sich keiner finden, machen wir den einfach auf. Das ist natürlich auch kein Problem. Ansonsten. Wow. Lassen wir das erstmal mit dem Delay. Shiro SAB, wie spricht man es aus? Ich danke auf jeden Fall fürs Follow. Schon mal einen großen Twitch-Chat. Gleich voll. Player 9456, ich danke auch da fürs Follow. Und das sind doch ein paar Gesichter, die ich auch wieder erkenne. Was ist hier? Die Gold-Chappi-Truppe? Es ist elitärer Club hier. Hallo Dr. Gaines? Gaines? Ja, ich meine. Dann können wir gleich mal, sehen wir nochmal einen zweiten Vollhorn in Action. Was natürlich so ein bisschen, sagen wir mal, Ziel wäre bei Full Hollow White, dadurch, dass wir diesen Low-HP-Link mit dran haben. Eigentlich müsste man sich erstmal extrem auf die Fresse geben lassen, dass der Damage Boost halt aktiv ist. Ja, der Fernseher brennt. Ich weiß. The Memes. Problem ist halt, du wirst halt einmal danach getroffen, dann ist die Runde für dich eh vorbei. Deswegen würde ich mir das natürlich auch eher mal so für den Boss aufheben. Guardbreak mit drin. 2-4, 2-5, Normal Attack. Ist jetzt nicht überragend. Aber mittlerweile sind wir ja gewohnt, dass so ein Charakter mit 4000 Damage zuschlägt. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, ist ja nicht komplett in eine Richtung ausgebaut. Wenn so ein Charakter mit 4000 Damage macht, dann hat er halt nur Strong Attack links mit drin. Entsprechend Normal Attack links mit drin. We have here. You must be a new arrival. Seht's mir nach, wenn ich jetzt gerade mal so auf den Chat nicht so 100% achten kann. Weil gerade mit neutralen Attribut so eine Sekunde nicht hingeguckt, liegst du sofort im. Hey, ich habe den Damage Boost aktiviert. Das ist nämlich genau das, was ich gerade machen wollte. Liegst du nämlich sofort im Dreck. Können wir mal schauen.
Ja, 2500 mal 3. Normal Attack geht auch hoch auf 3, 3 oder 4. 4000. Ja, merkt man natürlich, wenn die Dinger drin sind. Wenn der Low-HP-Bonus mit drin ist, dann geht das natürlich nochmal deutlich ab. Ich werde jetzt mal einfach versuchen, so ein bisschen hier rumzudodgen und natürlich nicht euch die Arbeit machen zu lassen. Aber dass ich halt so halbwegs durchkomme, wenn wir mal versehen können, wie wird denn so ein Boss zerrissen? Gerade mit Tension-Teil, Bombardment und... Schnell weg! Und Dom und dran. Macht aber schon den Schaden. Also wahrscheinlich wäre es natürlich noch geiler, wenn man dem einfach nochmal ein White Ichigo und noch ein Ginjo Link gegeben hätte, dass es halt einfach komplett ausgereizt ist. Das Problem ist, der macht da halt ohne Low HP gar keinen Schaden. Derweil dürfte aber der Special Move ziemlich eine laufende Atombombe sein. Die hätte man nicht dafür aufheben können. Und bin ich geheilt? Ich will nicht geheilt sein. Will mir jetzt aber nicht von dem in die Fresse geben lassen. Immer kurz so ein Poison zu mitnehmen. Am Poison kann ich nicht sterben. Die sterben alle viel zu schnell. Was soll denn das? Ich muss doch... Jetzt mal OHP. Ja, schön. Alles geplant. Dann würde ich mal meinen... Das Ding klaue ich mir mal einfach. Ich würde mal meinen Tsukishima Ult würden wir als erstes mitnehmen. Dass wir gleich den Damage noch buffen können. War da ein Tension-Teil mit drauf? Oder? Ich hab's nicht gesehen. Wir können es eigentlich auch so nehmen, oder? Nein, wir nehmen es so. Ja. Kann man mitarbeiten, würde ich meinen. Wäre Killer-Bonus noch mit drin gewesen, vielleicht sogar ein One-Hit, 40%, ganz, ganz minimal zu viel. Sehr schön. Ja, also komplett auf Bombardment, auf Boss-Killer gespielt, geht der schon sehr nett ab. Hey, und Miyako, ja. Morgen ist ja eh, wie hieß das Ding, Intensive-Kurs, wo wir dann wieder die ganzen Raid-Charaktere farmen können. Insofern ist es jetzt eigentlich nicht mal so unbedingt wichtig, dass wir von da was kriegen. Die können wir dann spätestens morgen auch nochmal alle durchfahren. Aber schon mal ein nettes Beispiel. So, Twitch-Chat, was habt ihr denn zwischenzeit? Jetzt als Follow, genau, Dr. Gaines. Danke für den Follow. Ich wollte gerade mal den Namen, den habe ich doch gerade erst gelesen gehabt. So hier, genau, Fernseh brennt schon wieder. 7. Full Hollow White. Meine Fresse. Würde ich vielleicht sogar empfehlen, die ineinander zu stecken, weil wir haben ja gerade schon gesehen, Special Move Schaden, der da zusammenbekommen ist, ist schon sehr nett. Und den nochmal um 100% erhöht. Ja, durfte man mitarbeiten können. Wolzentänzer. Ja, ich hätte auch tatsächlich sehr gerne einen Tänzer. Oh, wait. So, das wäre Nummer 1. Ich würde mal probieren, dass wir den jetzt nochmal auf Normal Attack machen. Ich glaube, Strong Attack können wir uns hier komplett klemmen, weil er hat halt kein Frenzy oder sonst was. Das wird halt leider überhaupt nicht lohnen. Aber Normal Attack mit Low HP Ding kann ich mir noch ganz brauchbar vorstellen.
mal, mal so. Ja, Kampfzone runter. Kampfzone runter. Ist mein Jewel Farmer. Ja, mit 7 Stück wirst du halt leider nicht so viel anderes anfangen können. Das ist absolut recht. Kalibe. Nee, Ginjo, nicht Halibel. Wir wollen ja, wenn wir schon Low HP gehen können, dann doch mal bitte richtig. Wie heißt denn das Ding eigentlich? Low Stamina Damage Boost. Ja, das rollt doch so schön simpel über die Zunge. Aus dem Free-Ticket hatten wir gerade gezogen, Tobiume. Aus der Free-Single davor, Tetzer. Machen wir nochmal Bier, okay. Das war's. Haben wir selber nochmal als Beispiel. So. Und dann seid ihr wieder herzlich eingeladen zu joinen, wenn ihr das möchtet. Bin mal gespannt. Ich habe jetzt leider nicht so das, sagen wir mal, optimale Equip für Normal Attack. Die Gold Chubby Brigade hier, ne? Mr. Fancy Pants. Chubby auf dem Echigo? Ja, kann man machen. Kann man machen, würde ich mal meinen. Ist ein Range Char. Ja, was ich sagen wollte, ich habe jetzt nicht so unbedingt das ultra geile Equip für Normal Attack in für Hard-Charaktere. Es lädt halt nur 40% Stamina drauf, nicht nochmal extra Attack. Deswegen, alles, was wir jetzt in die Richtung sehen, kann natürlich sofern nochmal besser werden, ganz klar. Aber wir müssen erstmal mit dem arbeiten, mit dem wir überhaupt arbeiten können. Sollte mich aber wirklich mal ransetzen, die Chubbies zumindest so ein bisschen zu rewarnen. Dass wir da vielleicht noch ein bisschen was rauskriegen. Tag Team Seufon ist aber auch sehr geil. Also wenn du die noch nicht hattest, gerade für Inheritance Zone. Ich mag das Moveset von ihr tatsächlich sehr. Einzige Problem ist halt, dass die Range fast null ist. Also du musst ja quasi schon im Gegner stecken, damit du triffst mit den Normal Attacks. Die Skills sind aber wirklich sehr geil. Gerade zweite Strong Attack, dritte Strong Attack sind echt top. 3-3 bis 3-9. So. So. 3-8. Hier noch jetzt immer Low HP. Jetzt können wir da nochmal 60% draufrechnen. Und das sieht doch schon mal besser aus. 4-9 bis 6-4 sogar. Ja, so ein 6-4er Normal Attack. Dazu, wie gesagt, halt noch fehlend Stärke-Items. Ist schon, kann man mitarbeiten, würde ich meinen. Ist halt aber nur der letzte Angriff, der so extrem skaliert. Die anderen sind halt nur 5000 Damage. 4, 6, 4, 6, 5 und. Ja. Für PvP ist der halt leider überhaupt nicht geeignet. Also da kann man sich den gleich komplett klemmen. Weil den Schaden, den wir jetzt haben, den können wir halt auch so nur ausnutzen, weil wir Low HP sind und weil wir halt als Spieler ausweichen können. Da du halt im PvP null Kontrolle hast, sagen wir mal, die Sekunde, wo der Link hier aktiv ist, ist der Charakter tot. Also, da wird man sich den schön kneifen können.
Aber ich mag Moonflip. Ich mag Moonflip tatsächlich sehr. Die Normal Attack Reichweite, die ist halt echt der Hammer. Also wenn man einfach mal drauf achtet, was das für ein Kreis um ihn rum ist, gerade mit dem letzten Angriff. Wahnsinn. Ist kein Range Char wie Miss Swimsuit Ryuka hier. Aber erinnert mich sehr an Dangai tatsächlich. Und den habe ich ja schon mal so 2-3 Mal gespielt. Jetzt der Killer noch mit drin, ne? Wo könnte man den wirklich effektiv nutzen? Ich glaube, es gibt Ingame, wenn jetzt nicht gerade unbedingt ein Boss Rush kommt mit Espada oder so ein Time Attack Ding. Gibt es halt Ingame, glaube ich, einfach keinerlei Option, würde ich zu sagen. Das sind die 100%, die er kann. Ich weiß nicht, was hat denn die Raid Halibel, die jetzt demnächst kommt? Was hat die mit drin gehabt? Weißt du das einer? Oh, nicht in den Schredder. Ich glaube, die war Power. War die rot? Bin mir nicht sicher. Gerade bis 6-9 sogar. Okay. Ich meine, das ist jetzt dazu gesagt. Theoretisch kannst du halt wirklich jeden Charakter im Spiel nehmen. Der kann, glaube ich, sogar noch so alt sein. Du gibst dem einfach Chappies in die Hand. Du gibst dem. Nimm mal wer anders den Special Move, der damit auch was anfangen kann. Danke. Gibst dem Chappies in der Hand, gibst den diesen. Ach, Shunko, stimmt. Den Low Attack, Low HP Damage Boost mit drauf. Fuck's sake, reden. Und wirklich, egal was für ein Charakter das ist, er wird halt Schaden machen wie Sau. Weil es sind einfach so viele Pluszahlen hinter. Theoretisch muss man das Ganze einfach sogar mit einem Kenpachi machen. Am besten natürlich Broken. Und der dürfte einfach mit jedem Schlag der Bildschirm explodieren. Ups. Ja, sieht's mir nach. Die Ops würde ich mir aber sparen. Das dürfte auch noch so machbar sein, gerade mit Miss Ducky Koi Swimsuit Ryuka Dingens. Mr. Ducky Koi mit der Miss Swimsuit Ryuka. So passt das Ganze eher. Ich mag, wie halt, obwohl da x-tausend Chappies drauf sind, die halt immer noch ihre 1,5 bis 2000 Schaden machen mit den Strong Attacks. Power ist richtig. Achso, wegen Halibel. Ja, dürfte mit Halibel hinkommen. Grügen Genyusai. Das war der Tag, der nur mit den Fäusten angreift, war der? Ah. Das ist tatsächlich ein Ding, das könnten wir mal remaken. Ein Genyusai könnten wir mal einen brauchbaren bekommen. Oh, hm. 3-1. Genyusai könnten wir mal einen brauchbaren bekommen, weil alle die, die es gibt, die sind halt. Hat sich nutzlos. Wirklich komplett. Ja, den würde ich mal meinen. Den haben wir auch durch. Dann kann ich schnell noch den Link für Renji ausbauen. Ich habe jetzt angefangen, langsam mal so Link-Slots auszubauen. Bisher halt nur für Kenpachi. Da haben wir ihn. Ich habe jetzt mal den einen Link-Slot auf Level 5 gebracht. Einfach nur mal, um zu sehen, wie sich das Ganze auswirkt.
So ein paar Charaktere, denke ich mir, gerade hier Renji ist halt ein sehr gutes Beispiel, den in einen verbesserten Linkslot reinstecken, 25% Normal Attack plus was auch immer er an Stats dann halt bekommt, wenn er sogar Level 200 ist. Ja, sollte man schon so in Erwägung ziehen. Du brauchst halt nur Charaktere von derselben Farm, die entsprechend nützlich sind. So, ja, ich danke auch für den Run. Gerade du hattest dich, glaube ich, sogar einmal wiederbelebt. Danke dafür für die Orbs. Hast du gesehen, ich bin persönlich nicht da so ein großer Fan von, fürs Wiederbeleben Orbs auszugeben, weil es halt einfach nur mal Ingame-Währung ist, für die man normalerweise bezahlen müsste. In der Regel sage ich da eher, lieber nochmal ein Ticket nutzen, nochmal durchrennen, weil die generieren wir ja eh umsonst. Bringt unterm Strich wahrscheinlich mal ein bisschen mehr. Aber trotzdem danke für die Aufopferung. Wir brauchen neuen Jammer, neuen Eisen. Eisen wäre tatsächlich auch mal ein neuer langsam ganz brauchbar, weil den Hukuku-Eisen, den wir da haben. Ich meine, ist ein Healing. Ist vielleicht auch hier wieder, wenn man einen Slot ausgebaut hat, vielleicht ein netter Healing mit einem dicken SP-Boost, aber das war's. Irgendwie. Kein Frenzy hat er, hat Bombardment, yay, aber gibt auch so bessere Bosskiller, die auch schon bessere Stats haben. Nicht so der Geile. Da könnte man tatsächlich mal einen neuen brauchbaren kriegen. Ja, Mayuri. Mayuri braucht man unbedingt einen neuen. neue Ulk ist geil. Ja, ist auch der Meinung. Ultiora, dass er jetzt halt Range-Angriff hat und sonst was, das ist schon alles recht nett. Auch die Werte, die er mit dahinter hat, auch alles recht nett. Warum jetzt Caleb aber hingegangen ist und gesagt hat, nach 2 oder 3 Monaten, weiß Gott wie lange es Segunda Etappa als 6-Sterne-Charakter gibt, hey, den neuen Charakter, den wir jetzt machen, das muss unbedingt nochmal ein Ultiora sein, ist für mich absolut schleierhaft. Das ist so, Chairshammer Eisen, ja. Chairshammer Eisen wäre natürlich geil, aber da werden wir noch ein Stück warten müssen. Der Kiske, ich vermute mal, der Kiske von unserem Discord-Server, oder? Würde ich doch einfach mal meinen. Jetzt mal, stellenweise von den Namen her, halt, die ich überhaupt nicht zuordnen kann. So ein paar erkenne ich halt wieder von Discord, ein paar auch sogar von YouTube und sonst was. Aber wer kommt denn jetzt mal einfach gesagt, wer kommt denn von YouTube? Und wer kommt denn vom Discord? Das war einfach mal so etwa wissen, so und so viele Leute von da, so und so viele von da. Ja, dachte ich mir. Discord. Alle kommen so von Discord. Einer von YouTube. Einer kommt von beiden. Noch einer von YouTube. Von allen. Ach ja, genau. Wir hatten letztens noch eine Quatsch gehabt. Ciela Poro. Ja. Du stalkst mich eh schon seit Jahren. Seit der guten alten Zeit in Kriemhild. Auf der fucking Dero-Server. The good old days. Ja, Ciela Poro wäre tatsächlich auch mal eine Idee. Der letzte, den wir bekommen haben, war Christmas Ciela Poro. Ich glaube Christmas Ciela Poro ist, da muss ich mal kurz gucken, in meinen meistgenutzten Links mit drin. Ich den einfach dreimal habe und einfach ein ganz brauchbarer Heal-Link ist. Ja, zweitmeistgenutzter Link. Ups. Ja, die Orbs, die da oben sind, die 300, die knapp 400, die werde ich auch noch schön aufheben. Wir sind gerade mit Global gerade echt in der Situation, wo die Frage ist, wie macht man jetzt weiter? Wir haben jetzt halt noch einen Monat, wo wir wissen, was für Charaktere werden wir kriegen, wie soll man das Ganze investieren und sonst wie. Macht es jetzt Sinn, nochmal zu sagen, alles was wir haben, jetzt gleich in das nächste Gacher? Ich glaube, in 2 Wochen dürften wir denn Ulquiorra, Stark und Halibel haben, die wahrscheinlich aber wieder beschissene Filler haben werden, muss man halt leider so sagen.
Oder hebt man die sich erstmal komplett auf, um zu gucken, dass wir halt das gleiche kriegen wie Japan, die ja dann doch ein kleines bisschen voraus sein würden? Oder, wo ich sogar zunehmend zu tendiere, weil ich so aus dem Stegreif aber ist, erstmal keinen empfehlen würde, Accessory Gacha. Gibt's da so, ich will ja keine Namen nennen, die eine oder andere Person, die so ein oder zwei Chappies rausgezogen hat, insbesondere goldlackierte. Genau, ach, Dangai. ja, bin ich doch ein bisschen am Überlegen, da nicht mal mein Glück zu versuchen und nicht vielleicht doch noch so ein paar goldene Dinge rauszukriegen, wenn das Ganze denn möglich wäre. Aber da müssen wir mal schauen. Den Uschi hier von YouTube, ja, dich habe ich auch schon ein paar Mal gesehen. Ja, wer würde da ziehen? Wer würde nur in dem Itemgacher ziehen? Das ist ja ekelhaft. Machen wir noch eine Runde? Normal Attack haben wir versucht. Hybrid haben wir versucht. Danke für den Follow, Gieske. Braucht man ein SP-Bild für den? Eigentlich nicht. Guck nochmal die Skills. Normal Attack, ja, ist logisch. Long Reach hat er, Bruiser hat er, Berserker, Bombardment, Debilitator, Sprinter. Also das Einzige, was hier halt SP als Bonus geben würde, ist halt Berserker. Man könnte jetzt natürlich sagen, durch Bombardment Special Move, aber Special Move wird ebenfalls durch Attack verbessert. Also macht es eigentlich so keinen Sinn zu sagen, hey, wir kloppen jetzt einfach SP rein ohne Ende. Und nicht einfach ein Hybridbild zu machen, so wie wir das jetzt gerade gemacht haben. Wäre eigentlich Quatsch. Ich glaube, die einzigsten zwei Builds, die halt Sinn machen mit Full Hollow White, die haben wir jetzt gerade probiert. Einmal Bosskiller und einmal Normal Attack. Normal Attack, gerade bei Hard-Charakteren, ist eigentlich mal ein schwieriges Thema, würde ich mal meinen. Wen haben wir denn sonst als Normal Attack-Charakter, der brauchbar ist? Stark. Den haben wir in 2 Wochen. Danach wird man ihn halt sagen, weil halt Low HP Bonus Link. Wer würde als nächstes dann noch kommen? Shunsui? Ich glaube, der nächste wäre Shunsui. 25% Link. Und altbacken, was hat denn Shunsui in Stats? Der dürfte ja mittlerweile auch schon ja auf dem Buckel haben. Ich hab mich ja noch nicht mal erbarmt, hier zu 100% auszubringen. 579, naja doch, die Stats, die dürften aber passen. 579 Attack. Nicht so wirklich das Wahre. Also eigentlich schon aktuell, zum jetzigen Stand, würde ich meinen, ist es halt so der beste Normal Attack Charakter, den wir haben, bis dann in 2 Wochen Mr. Stark. Koyota Stark kommen wird. Full Damage, ich vermute mal, du wirst meinen komplett auf den Low HP Link, nicht wahr? Dass man einfach nochmal extra 3 Low HP Links in der Hand drückt. Das wäre natürlich geil, wenn ich jetzt noch einen zweiten Ginjo hätte und einen zweiten Full Holo Ichigo, also Full Holo White Ichigo, weiß nicht, ob man die einzigen sind, die diese Links haben. Kann ich so aber leider gar nicht mehr anbieten. Dürfte aber auch nett eskalieren. Bis er Low HP ist, durfte halt gar keinen Schaden machen, so ziemlich. Mein Toshido hat Cooldown, 12%. Ich mag das eigentlich, dass das Stark auch mal als Normal Attack Charakter, also als wie sagt man, als Nahkampfcharakter drin ist, nicht als Range-Charakter. Klar, Manimi und sonst ist er halt speziell als Range ausgebaut. Range hatten wir jetzt halt schon gehabt, was halt hätte halt Caleb sonst machen können. Dieselben Angriffe nochmal nur ein bisschen neu angemalt, würde ich meinen. Mit den Schwertern hingegen haben sie tatsächlich schon mal was relativ Neues gemacht und er hat ja trotzdem noch
Angriffe, die auf dieses Ballern-Prinzip so basieren. Hätte diesen einen, ich glaube, der zweite Strong Attack ist es, der diesen dicken Pfeilhagel um sich rum abballert und das Ding sieht ja auch schon mal sexy as fuck aus. Noch eine Multimasse, die jetzt und dann auf jeden Fall schon mal viel Glück. Was fehlt dir denn noch an Charakteren? Also insgesamt, dass man so sagen könnte, so und so viele Charaktere könntest du dann überhaupt noch rausbringen. Oh, wenn du echt nur Renji und nur Rukia bekommen hast, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, eine Multi zu machen. Da ja Charaktere wie Sau drin. Zumindest Kenpachi und sonst was. Ja. Was haben wir denn gerade in der Inhibition Zone? Hart hatten wir gehabt. Und Power. Brauchbare Power-Charaktere? Ich glaube eigentlich nicht. Ja doch, ich hab genau einen sehr brauchbaren Power-Charakter. Hä? Wenn sich da Caleb mal erbarmen würde für morgen. Da freue ich mich drauf, mit Ishida denn das Ding mal durchzurennen. Ach, von Stepper. Nett. Nett. Gerade Bjerke mit 25% Strong Attack. Den hätte ich auch sehr gerne gehabt. Ich mag von Bjerke ja tatsächlich auch das Movement-Set sehr. Insbesondere halt die... War das die zweite Strong Attack? Dieser Vortex, den er um sich rum macht mit den Schwertern ganze Zeit kreisen. Sehr geiles Ding. Wir machen einfach nur eine Runde, würde ich meinen. Wo wir einfach nur Stillstand haben und einfach nur am Brabbeln sind. Nee. Den baue ich aber nochmal um auf Hybrid. Einmal den. Und dann war das noch der. 5 meint. Sehr schön. Macht es mehr Sinn? Was kriegen wir denn raus? Ich überlege gerade, macht es mehr Sinn, wenn wir den Grimmjow und den Ichigo Link nehmen würden? Das wären 24, 34. Ja doch, die dürfte deutlich mehr Sinn machen, so ja. Okay, wenn wir Hybrid bauen, dann bauen wir da jetzt mal richtig Hybrid. Hybrid as fuck. Das dürfte sogar deutlich mehr Schaden machen, als das, was wir gerade eben hatten. Schätze ich, kann ich mir gedacht an die Frenzy-Charaktere. Dann würde ich meinen, noch einmal Lebiakuya. Und wie vorher auch, könnt ihr natürlich gerne wieder joinen. So, okay. Ich weiß gar nicht, macht der Mindbjerke, macht der so viel Special Move Schaden? Ich glaube gar nicht mal. Hat der irgendwie Devastation oder Bombardment gehabt? Ich glaube Bombardment wird dann, wobei. War glaube ich ein Hybrid-Charakter. Frenzy hat er nicht gehabt. Ja, nehmen wir. Dir auch. Bis dann, Dr. Gaines. Ich glaube, Berker war ziemlich sicher ein Hybrid-Charakter. Also, er hat zwar 25% wie heißt's, Strong Attack gehabt. Aber hat er kein Frenzy oder kein sonst was dahinter. Ich weiß nur nicht mal, ob er Devastation nur hatte oder ob er direkt Bombardment hatte. Ich würde aber meinen, wenn er Bombardment hätte, würde ich mich dran erinnern.
auf Kauschnorrer. Ich denk mal, die 4000 kommen vom Weakening gerade eben. Zwei, fünf plus drei. RIP. Dürfte ein klein bisschen mehr Schaden sein als vorher. Macht ja auch Sinn, weil zusammenrechnen dürften die Links einfach mal mehr Schaden machen. Vorher hatten wir 2,5 so im Dreh. Kommt das hin? Special Move dürfte sich natürlich nicht ändern. Dürfte ansonsten eigentlich so effektiv genau dasselbe sein, was wir vorhin hatten als erstes. Nur halt mit ein bisschen größeren Normal Attack, Strong Attack Zahlen. Aber wie gesagt, als Hybrid durchaus brauchbar, würde ich meinen. Den schönen Klartenkaffee. Lecker. Oh, the memes. Eigentlich will ich mich schon mal so ein bisschen aufs Maul gehen lassen. Mal diesmal versuchen, nicht direkt zu verrecken. Denn. Achso, beiß ich jetzt natürlich, klar. Wenn du mit, wenn du mit Tsukishima natürlich heilen musst, dann mach, ist klar. Dann würde ich meinen, machen wir das nachher anders, was den Special Move angeht. Wäre es doch optimal, erst den Tsukishima Ult und dann den ganzen Rest. Fuck it. Vielleicht kriegen wir ja nochmal Compensation, wenn die Server so schön kaputt sind. Dann dürfen wir uns alle wiederbeleben. Yay. Ach, come on. Ich spiele gerade einen Scheiß zusammen. Ja, da liegt er tatsächlich schon wieder im Dreck. Zweimal hintereinander. Mein ganzer Tagesgewinn weg. Vier Orbs, wie soll ich die nur wieder reinkriegen? Ja, wieder. Halb so wild ist nicht die Welt vom Betrag her. Nichtsdestotrotz, Einnahmequellen sind doch eher gering mittlerweile, wenn man nicht mal wieder Konto geplündert wird. Das war ein bisschen früh. Versuche? Ne, ich gehe kein Risiko ein. Bevor ich hier nochmal meine Ops in Schredder schiebe. Ja.
Okay, bitte schön. Danke. Mit Weakening, aber immer noch sehr, sehr nett. Kann ja... Das wäre tatsächlich... Zweimal, wie heißt er, zweimal Full Hollow bzw. Ginjo Link reindrücken. Den roten Kenpachi Link, damit man halt genau auf 1 HP sitzen bleibt, wenn man stirbt. Und dann Schaden machen. Das klingt doch nach dem ultimativen perfekten Bild. Und jeder Menge nicht so Spaß. Jo, auch hier danke für die Runde. Ich merke, dass ich aber doch ein bisschen, sagen wir mal, am Ende bin mit Material. Weil viel mehr haben wir für Full Hollow White hier tatsächlich nicht mehr zu testen, außer Hybridbild oder was wir jetzt gerade gemacht haben, Hybridbild mit ein bisschen schickeren Zahlen. Und ihr bitte seht, mein Gameplay leidet auch gerade ein bisschen. Deswegen würde ich meinen, machen wir jetzt zum Grand Finale das, wo hier wahrscheinlich gleich mein Kühlschrank anfängt zu brennen und mein Fernseher einzufrieren. Ich werde nochmal eben den Japan-Account hochfahren und das Gerät da einfach mal mit ranschließen. Kommt verreckt er wieder, letzte Scrub, schießt es sofort hoch. Ja, verstehe. Ja, nicht wundern, wenn jetzt gleich der ganze Stream explodiert. Das ist jetzt rein experimentell. Ich hoffe einfach mal, es klappt. Ja. Wenn jetzt noch der Rest mitmacht. Liebe Hard und oder Software. Ja, funktioniert. Braucht nur eine Weile. Ja, und dann sind wir schon auf dem JP-Account. Das, was wir jetzt zu guter Letzt, wie gesagt, machen werden, haben wir hier noch den Single-Pool und wir haben natürlich noch das 5-Sterne-Ticket. Und das dürfte dann auch das Grande Finale für heute gewesen sein. Lief der Stream denn, sagen wir mal, annehmbar, rein von der Technik her? Hat es irgendwie geruckelt, ist es hängen geblieben oder sonst was? Nebenbei die Single schon mal machen. What? Also. Also. Sollte vielleicht öfter mal streamen. Scheint ja ganz gut zu klappen. Gerade so mit den Single-Pulls. Ja, also. Sehr schön. Auch, ja, stimmt, auf dem JP habe ich den tatsächlich noch nicht. Ja, es ist auch offensichtlich. Mr. Full Hollow sagt ja auch schon: Hey, es war toll. Spielerei. Aber jetzt gucken wir doch mal, was. Das ist eigentlich der Grund, warum wir hier sind. Ich höre übrigens keinen Sound, also ich kann noch nicht mal raten, wer das ist. Ja. Ja, Hyorin mal. Ja. Den nehme ich. Den nehme ich sehr gerne. Ich weiß gar nicht, ob man den jetzt aktuell noch irgendwie groß spielen kann oder sonst wie. Aber ich weiß, dass der recht lange Zeit im PvP als Top-Tier gezählt hat. Insofern, ja, nehme ich. Können wir den auch auf den Global irgendwie so? Ich tausche die Turbiume rüber, wenn das geht. Ich würde das machen.
So, ja, also. Hype Streamer Luck. Ah, sehr schön. Glaub mir, du, mein Luck willst du nicht haben. Weil mein Luck heißt etwa so viel wie: Du ziehst 3 Monate gar nichts, hast eine Trockenperiode hier durchweg, hast überhaupt keinen Bock mehr, dieses Spiel überhaupt nur anzugucken. Und dann hast du mal einen Monat, da läuft's ganz gut. Ich habe schon Angst vor den nächsten 3 Monaten. Sache, Hitsugaya ist der neue Dangai. Einer fehlt noch. Ach, und ein Yushiro fehlt auch noch. Also, bald. 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 Jo, nö, nee, dann wär's das so tatsächlich auch schon wieder von meiner Seite. Dann wären wir sofern durch. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Und von dem ich jetzt rauslesen konnte, schien das so auch recht gut zu laufen, was die Qualität anging vom Technischen. Ich glaube, das Livecard hat leider nur 720p, weil ansonsten explodiert hier leider mein Kartoffelrechner, wie man jetzt einfach mal nennen wollen. Aber mal gucken, ob wir das nicht noch ein bisschen optimiert kriegen. Eine Frage sehe ich hier noch. Was ist so ein optimales PvP-Team? Optimales PvP-Team. Außer dem blauen Kenpachi. Jetzt wird es schon wieder schwer. Optimales PvP-Team würde ich jetzt einfach mal das zeigen, was ich auf dem Account habe, weil das wäre auch das, was ich mir jetzt langsam aufbauen würde. Die drei Herren. Die kannst du einfach so direkt nehmen. Kannst Attack-Strategie drauf machen. Plus 30% SP gibt das Ganze. Und da dürften die ganz ordentlich Schaden machen. Wäre eine Option. Natürlich x-tausend Varianten. Ich meine, ich habe eine Stunde Video draus gemacht, wie man ein PvP-Team aufbaut. Vielleicht da notfalls noch mal reingucken. Ansonsten verstehe ich, dass man da nicht nochmal direkt durchsetzen will für eine Stunde, für eine kurze Info. Ja, Kenpachi, Normal Attack, Neutora, Normal Attack, Strong Attack, alles das, was ich jetzt hier gerade zeige, alles, was irgendwie großen SP-Wert hat und Frenzy. Ja, oder einfach ein Team bauen, was extrem tanky ist, extrem viel HP hat, Damage Reduction und sonst was und irgendeinen dicken Special Move mit ransetzen, wie sowas wie eine Ryuka, die ein Weakening hat, ein Tsukishima. Oder einfach irgendwas, was lächerlich viel Schaden macht. Ich hoffe, das konnte es halbwegs beantworten, denke ich mal. Ansonsten, wie gesagt, verweise ich gerne auf dieses 1 Stunden lange, wie baue ich ein PvP-Team-Video. Da sollte man das auch nochmal ganz brauchbar durchgegangen sein. Ja, El finito. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hat wie gesagt mir auch viel Spaß gemacht. Scheint euch auch Spaß gemacht zu haben. Gucken wir mal, dass wir das Ganze vielleicht nochmal hinkriegen. Vielleicht auch ein bisschen stabiler mit so ein paar weiteren Gimmicks oder sonst was. Dann haben wir ja noch ein paar Asse im Ärmel. Ich hätte eine sehr nette Idle-Musik im Hintergrund, wo ich schon als Idee hätte. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch wieder beim nächsten Mal. Ciao.